Habt ihr schon mal den Kühlwasserstand in eurem Auto kontrolliert? Prinzipiell sollte sich der Kühlwasserstand eigentlich nie ändern und man sollte eigentlich nie was nachfüllen müssen. Es ist aber so, dass durch minimale Undichtigkeiten mit der Zeit doch ein bisschen Kühlflüssigkeit verloren geht. Drum schadet es nicht, das alle 15.000 bis 30.000 Kilometer zu kontrollieren. Das ist ein Cocktail aus verschiedenen Chemikalien und Wasser. Es altert mit der Zeit. Hauptproblem an der Geschichte ist, dass irgendwann die Schmierwirkung verloren geht. Drum ist es ratsam, das Kühlmittel regelmäßig zu wechseln. Es ist mit Sicherheit kein Fehler, das Kühlmittel alle 100.000 Kilometer auszutauschen. Wichtig ist mal die richtige Kühlflüssigkeit. Welche die richtige ist, das seht ihr am besten in der Bedienungsanleitung. Es ist nämlich so, dass es verschiedene Kühlflüssigkeiten gibt. Damit wir das besser einfüllen können, ist eine Gießkanne nicht verkehrt oder ihr benutzt einen Trichter. Die Kühlflüssigkeit wird mit entkalktem Wasser gemischt. Wichtig ist, dass das Auto gerade steht und dass der Motor kalt ist. Wir füllen jetzt nach. Wir haben jetzt hier 50% Kühlflüssigkeit und 50% Wasser. Und das füllen wir jetzt hier einfach mal nach. Gute Fahrt!